Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie mit ganz besonderer Freude im Namen der Direktion der Wiener Staatsoper und des Österreichischen Bundestheaterverbandes bei dem großen Galakonzert, das wir anlässlich der Eröffnung der UNO City produziert haben. Und die Mitglieder der Wiener Staatsoper haben das gesamte Reinerträgnis der UNICEF gewidmet, also dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Ich möchte auch unsere Hörer und Zuseher vor den Bildschirmen und vor den Lautsprechern begrüßen. Sie erlauben mir ein Wort in englischer Sprache in die weite Welt gesprochen. A special welcome to our viewers and listeners in the English-speaking countries. You shall now witness a concert produced by the Vienna State Opera on the occasion of the inauguration of the UN City, with all proceeds going to UNICEF. You must understand, to us in Vienna, this is something like a family affair, because all the great artists, family affair, because all the great artists participating tonight, including the composers, have some special close ties to the Vienna Opera. So we shall remind our countrymen a little bit of the old days when the music of Richard Wagner was introduced to Vienna by our waltz king Johann Strauss, and when Richard Wagner personally came to Vienna to conduct and direct in this house his operas Tannhäuser and Lohengrin. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Abend als ein Familienfest feiern können, denn beinahe alle großen Künstler, die Sie heute hören werden, haben eine enge Bindung an die Wiener Oper, und zwar die Sänger, die Musiker und auch die Komponisten. Ich würde gern den Abend mit einer Begrüßung unseres Orchesters beginnen, das Orchester der Wiener Staatsoper. Sie wissen natürlich, dass es jener Klangkörper ist, der außerhalb seiner Tätigkeit der Wiener Oper als Konzertorchester unter dem Ehrennamen die Wiener Philharmoniker weltberühmt geworden ist. Wir wollen also am Anfang vier Fragmente von Richard Wagner bringen. Sie wissen sicher, dass die Musik von Richard Wagner zum ersten Mal von unserem Walzerkönig Johann Strauss nach Wien gebracht wurde. Wagner wurde zum ersten Mal in Wien gespielt, als Johann Strauss bei seinen Popkonzerten, würden wir heute sagen, im KK Volksgarten Fragmente aus Tannhäuser und Lohengrin spielte. Das wollen wir heute auch machen. Wir beginnen mit Tannhäuser, mit der Hallenarie, gesungen von Leonie Riesanek-Gaussmann. Bitte, ihre Weltkarriere hat an der Metropolitan Oper begonnen, aber immerhin ist die einzige Wienerin des heutigen Abends. Daher ist es eine lokalpatriotische Ehrenpflicht, dass sie unseren Wagner-Reigen eröffnet. Dann setzen wir mit einem Fragment aus Lohengrin fort. Richard Wagner hat Lohengrin in diesem Hause inszeniert. Er hat sich da mit dem Chor sehr angefreundet und hat zugesagt, zum Benefiz, zum Wohltätigkeitsanlass des Chores eine Vorstellung zu dirigieren. Und angsterfüllt fragte ihn der damalige Hofoperndirektor Franz Jauner auf gut Wienerisch, also Meister Wagner, wie viele Proben werden Sie denn brauchen? Und Wagner antwortete in klassischem Sächsisch, Gorgene, und dirigierte seinen Lohengrin probenlos. Wir bringen die Gralserzählung, gesungen von dem Berliner Tenor René Kollo, dessen Karriere ihn vom Schlagersänger bis zum Bayreuther Siegfried geführt hat. Dann ein Fragment aus der Walküre. Bitte, Richard Wagner, der Wien sehr geliebt hat, war immer verzweifelt, weil die Wiener Walküre gesagt haben. Also unser Siegmund, der Siegmunds Liebeslied bringen wird, ist ein Siegfried. Es ist der Tenor Siegfried Jerusalem, der seine ersten Schritte in der musikalischen Welt als Orchestermusiker getan hat. Er war nämlich Fagottist im Rundfunkorchester von Stuttgart. Und das letzte Wagner-Fragment, Vorspiel und Liebestod aus Tristan und Isolde. Die Welturaufführung dieser Musik hat in Wien stattgefunden, 1860, auch im KK Volksgarten. Damals hat Josef Strauss dirigiert, heute singt unsere Birgit Nilsson den Liebestod und Horst Stein dirigiert den gesamten Wagner-Komplex. Und ich bitte Sie nun, mit Leonie Riesanek-Gaussmann und mit Horst Stein die Hallenarie aus Tannhäuser so zu erleben, wie wir sie immer empfinden,
wenn wir nach einer langen Pause, zum Beispiel nach dem Sommer, wieder in dieses herrliche Haus nach Hause kommen. Dich, teure Halle, grüße ich wieder. Froh grüße ich dich, geliebter Raum. Thank you.
zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt, der Greif und sich rein vor Glaube enthüllt durch ihn sich seiner Ritterschaft.
Stirne wichen im Wonnemond, in mildem Lichte leuchtete Lenz, auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderwebend er sich wiegt. Durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Haut. Aus Silbervöglein sang es süß ertönt, holde Düfte haben aus seinen warmen Blute blühen wonnige Blumen, Keim und Spross entspringt seiner Kraft. Mit zarter Waffenzier bezwingt er die Welt. Winter und Sturm wichen der starken Wehr. Wohl musste den tapfern Streichen die strenge Tür aufweichen, die trotzig und stark uns trennte von ihm. Liegt, was sie sie getrennt. Jochen grüßt dich das junge Paar, vereint. Sich Liebe und Lenz.
Thank you.
Der zweite Teil unseres Programmes ist der Musik von Giuseppe Verdi und seinen Vorläufern gewidmet. Aber zunächst möchte ich noch ein paar Worte über UNICEF sprechen. The second part of our program will feature music by Giuseppe Verdi and his predecessors. But first, I'd like to say a few words about UNICEF. And then we shall be reminiscing about the old days when Gioachino Rossini, composer of the Barbers of Seville, was cheered in our city, and when Gaetano Donizetti, composer of Lucia di Lammermoor, was appointed court composer to the Austrian Emperor before he fell victim to insanity. Unser Abend also gilt UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. UNICEF ist eine Abkürzung, United Nations International Children's Emergency Fund, ist das Kinderhilfswerk. Und die Organisation wurde 1946 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und wird durch freiwillige Mitgliedsbeiträge der Regierungen erhalten. Und es ist die Aufgabe und der Zweck von UNICEF, den Hunger der Kinder in der ganzen Welt zu lindern. Und es ist das Motto von UNICEF, die Menschheit schuldet dem Kind das Beste, das sie zu geben hat. Nun, im Jahre 1821 hat es eine ungeheure Sensation in Wien gemacht, als der rundliche, dicke Impresario des San Carlo Theaters von Neapel, Domenico Barbaia, das Wiener Hofoperntheater in Pacht nahm. Sein künstlerisches Prinzip als Operndirektor war klar umrissen. Auf der Bühne Oper, im Foyer Spielcasino. Aber er war schlau genug, seine größte Entdeckung nach Wien mitzubringen, den Opernkomponisten Gioachino Rossini, der 1822 Wien in einen wahren Rossini-Taumel versetzt hat, dem sich auch große Persönlichkeiten wie Schubert und Grillparzer nicht entziehen konnten. Wir bringen jetzt als erste Rossini-Arie die Arie aus Aschenbrödel, aus La Cenerentola, gesungen von der griechischen Sängerin Agnes Balza, die auf der romantischen Insel Lefkas im Ägäischen Meer geboren wurde. Und dann die Verleumdungsarie aus dem Barbier von Sevilla, gesungen von, wenn ich erinnere mich noch, vor ungefähr 20 Jahren gab es in Wien ein Sommerkonzert. Und da hat sich wie ein Feuer das Wort in Wien verbreitet, dass ein vollkommen unbekannter bulgarischer Bass dort eine große Sensation gemacht hat. Er hatte den sehr schwer aussprechbaren und sehr schwer richtig zu betonenden Namen Nikolai Gjaurov mit U. Und er singt uns heute die Verleumdungsarie aus dem Barbier. Sehen Sie, meine Damen und Herren, es erfüllt eine Staatsoperndirektion immer mit größtem Stolz, wenn es ihr gelingt, aus eigenen Reihen einen Star zu gebären. Und das gelang uns mit der Koloratursängerin Editha Gruberova aus Barcelona. Staatsoperndirektor Dr. Egon Seefellner hat sie in zwei Premieren herausgestellt, in der Ariadne und in der Lucia. Und sie singt uns heute die große Wahnsinnsarie aus Lucia di Lammermoor, die Arie mit der berühmten Flötenkadenz. Und ich glaube, wenn wir diese Musik hören, können wir uns nicht des tragischen Gedankens entziehen, dass dieser Komponist Gaetano Donizetti, der in Wien kaiserlicher Hofkompositeur war, in der Wipplinger Straße gewohnt hat und beinahe jeden Abend beim Sperl gesessen ist, wo Strauß Vater seine Walzer dirigiert hat, dass dieser Mann die größte Wahnsinnsarie der Weltliteratur komponiert hat und selbst im Wahnsinn gestorben ist. Nun, dieser zweite italienische Teil unseres Abends wird von einem jungen spanischen Dirigenten dirigiert, Miguel Gomez Martinez aus Granada, der in Wien bei Swarovski studiert hat und Mitglied unseres Hauses ist. Für die letzte Nummer vor der Pause, für die Ouvertüre zur Macht des Schicksals von Verdi, übergibt Gomez Martinez den Dirigentenstab einem anderen bekannten spanischen Dirigenten, dem bekannten Dirigenten Placido Domingo. Dieser Dirigent hat an unserem Hause schon so gleichgeartete, ähnliche Werke dirigiert wie den Troubadour und die Fledermaus. Aber ich kann Ihnen versprechen, Sie werden es nicht glauben, dieser Dirigent wird Ihnen im dritten Teil des heutigen Abends beweisen, dass er auch singen kann. Und jetzt soll Agnes Balza mit Miguel
Gomez Martinez und dem Orchester der Wiener Staatsoper beweisen, dass der Rossini-Taumel von 1822 noch nicht ganz verklungen ist.
Oh,
brillando. Vas correndo, va ronzando, nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco e loco.
Thank you.
Musik.